Einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind zur Ausstellung First View. Und ich gebe das Wort mal weiter. Also wir begrüßen Sie hier erst einmal im Namen der Werkstätten Gustav van Treek. Wir sind sehr froh und auch sehr dankbar an die Abtei und an die Stifterfamilie, dass wir hier zum ersten Mal die wunderbaren Fenster von Gerhard Richter und Mahbuba Maksudi zeigen können. Und normalerweise sind Werkstätten gar nicht wichtig in dem Ganzen, auch wenn sie wichtig sind. Aber ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit zu sagen, wie unsere Arbeit aussieht. Ganz kurz, also natürlich haben wir handwerkliches Können und setzen das um, aber das ist nicht alles. Wir müssen uns immer die Entwürfe der Künstler ansehen, wir müssen uns reindenken, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und müssen das verstehen. Wir müssen gut zuhören und dann versuchen, das möglichst gut umzusetzen, und wir können so auch sehr viel für unsere Arbeit lernen. Ja, bei Herrn Richter haben wir gelernt, von seinen Entwürfen, ich sage jetzt mal, sich nicht in Details zu verlieren, aber trotzdem Details im Auge zu behalten und malerisch an die Geschichte ranzugehen, also nicht kunsthandwerklich, sondern wirklich malerisch. Ja, und von Mahbuba Maksudi können wir lernen, figürlich und erzählerisch zu malen und auch immer zu lächeln. Danke dafür. Und ganz wichtig ist, was mir hier ganz wichtig ist, das ist ein Teamwork, also alle helfen hier mit, alle sind begeistert dabei. Und deswegen sage ich Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie hier auch treffen können, mit denen Sie sprechen können. Ich versuche jetzt nochmal allen zu danken, denen wir danken müssen. Das ist die Stifterfamilie, Herrn Frau Meiser und noch ein Herr Meiser, der Junior. Wo ist er denn hier? Es ist natürlich die Abtei mit dem Abt Coriol und dem Bruder Wendelinus Naumann. Es ist Mahbuba Maksudi, die Künstlerin, die hier natürlich mit uns zusammenarbeitet. Es sind die Zulieferer, die uns unterstützen bei dem Ganzen, zum Beispiel im Bereich Siebdruck, im Bereich Druck. Wer fehlt mir noch? Die Glashütte, die die Gläser herstellt und Gläser herstellen und liefern. Ja, und ich gebe jetzt noch an die Frau Knein weiter. Sie erzählt ganz kurz über den Arbeitsstand. Wir sehen hier auch nicht das ganze Fenster, das möchte ich betonen. Wir können das bei uns nicht aufbauen, weil wir nicht so groß sind wie die Abtei. Und genau, dann darf ich mal weitergehen. Genau, noch zu den fehlenden Fenstern. Wenn Sie später im Dunkeln rausgehen, drehen Sie sich einfach nochmal um, dann sehen Sie die restlichen Fenster, die hier gerade fehlen und nicht mehr ins Fenster gepasst haben. Wir zeigen heute hier das erste Richterfenster. Wir zeigen einige Fenster von der Frau Dr. Maksudi mit Entwürfen dazu. Wir zeigen Arbeitsschritte. Und wir sind offen für Fragen, also sprechen Sie uns einfach an, gerade auch zu den verschiedenen Sachen, die Sie hier sehen. Manche Sachen sind weiterentwickelt, manche Sachen sind nochmal einen Schritt zurück, der noch dazukommt. Und Also wir geben jetzt einfach weiter an die Abtei. Und Bruder, erst der Abt, darf ich? So, von meiner Seite ein herzlicher Willkommen als Abt der Benediktinerabtei Tholey. Bin ich sehr froh, hier Sie in München begrüßen zu dürfen, und bedanke mich für so viele Leute, die unserer Einladung gefolgt sind. Unser Kloster ist das älteste Kloster, Benediktinerkloster in Deutschland, dessen Ursprung im Anfang des 7. Jahrhundert zurückgeht. Im Zuge der Französischen Revolution fand das monastische Leben in Tholey im Jahre 1794 zunächst ein jähes Ende. Aber im Dezember 1949 wurde der Abtei durch Mönchen der Trierer Abtei St. Matthias wieder besiedelt und ist bis heute eine lebendige Kommunität. Mit 12 Mönchen sind wir zwar eine kleine Konvent, aber wie es heißt, klein, aber fein. Die Entwicklung der letzten Jahre, in besonders die zurzeit laufende Renovierung, übrigens die größte in der Geschichte unserer Abtei, lässt uns insgesamt sehr positiv in der Zukunft blicken. Und das ist in der heutigen Zeit alles als selbstverständlich. Undenkliches Glück ist es für uns Mönche von Tholey, dass wir den Herrn Gerhard Richter, den bedeutendsten lebenden Künstler der Welt, für die Gestaltung der drei Chorfenster in unserer Abteikirche gewinnen können.
eine große Ehre und Freude zugleich. Anfragen aus aller Welt erreichen seither unsere Kloster. Auf der einen Seite haben wir die abstrakten Richterfenster und auf der anderen Seite die figurativen Darstellungen von Frau Dr. Matsudi. Ein interessantes Zusammenspiel. Und ich bin sicher, die Welt wird auf Tolai schauen. Wir wollen nicht eine touristische Attraktion werden. Wir wollen vor allem die Chance nutzen, wieder mehr Menschen zur Spiritualität und zum Glauben bringen. Unsere neue gegründete Stiftung Abtei Tolai GmbH wird dafür sorgen, dass die weltlichen Dinge zeitgemäß und professionell bewältigen werden, wobei die geistliche Komponente immer im Vordergrund stehen und das monastische Leben des Konventes gewährleistet bleibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alles in allem lässt sich unser Tun mit dem Psalm 16 zusammenfassen. Gott, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Das ist eigentlich eine sehr schöne Verse von einem Psalm, die uns eigentlich bewegt, weil eigentlich diese Fenster, wie Gerhard Richter gesagt hat, soll Trost spenden. Aber für uns wird nicht nur das Trost, das wird diese Fenster interpelliert ein und die Leute müssen sich Gedanken machen. Und dann wollen wir dabei auch die Schönheit unserer Religion zeigen. Und mein Mitbruder hat einmal als die erste Obergartenfenster von Dr. Matsudi gesagt, ah ja, aber die Fenster, die sprechen. Und das ist eigentlich was Schönes, was wir auch heute wollen. Die Glauben, die Verkündigung des Glaubens, nicht nur intellektuell, aber durch alle Sinne auch zeigen, durch Hören, durch Sehen, durch Emotion. Und das ist eigentlich, was zurzeit leider ein bisschen fehlt in unserer Kirche. Und das wollen wir jetzt aufgreifen mit diesem Fenster von Gerhard Richter. Und mehr über die theologische Seite wird mein Mitbruder Wendelindus sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf ein bisschen ausführen, in welchem Rahmen dieses Projekt Fenster zustande gekommen ist. Tolai ist ein sehr altes Kloster, hat eine Unterbrechung in der Französischen Revolution gehabt, ist Mitte des 20. Jahrhunderts wieder entstanden. Eine wechselvolle Geschichte, war vor 10 Jahren in einer materiellen, personellen und spirituellen Krise. Und seitdem ist man in Aufbruch und im Gottvertrauen sind Projekte entstanden. Wenn man vorher gesehen hätte, was alles einem bevorsteht, was alles auf einen zukommt, man hätte sich das nie im Leben zugetraut, aber Stück um Stück nehmen wir die Herausforderungen an und sind jetzt in einer Phase, wo wir auch sehen, dass die Bemühungen Frucht bringen und das ist ein sehr befriedigender Zustand. Die Kirche in Tolai an dieser Stelle aktuell ist ein Bau, ein sehr frühgotischer Bau aus 13. Jahrhundert, Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden, mit Trierliebfrauen, einer der frühesten auf heutigem deutschen Boden. Dieses Kleinod an Architektur hat im Zuge der Zeit oft gelitten, vor allem mit der Französischen Revolution. Danach im 19. Jahrhundert sehr, sehr vernachlässigt, nur erhalten, weil die Gemeinde vor Ort diese Kirche als Pfarrkirche genutzt hat. Es war schon mal in napoleonischer Zeit vorgesehen, die Kirche komplett abzureißen und die Steine als Baumaterial für Privathäuser zu verwenden. Und sie hat eigentlich zwei grundlegende Sanierungen erfahren. Eine vor dem Ersten Weltkrieg, wo es hauptsächlich darum ging, den vom Einsturz bedrohten Turm zu stabilisieren. Und eine zweite um 1960, die ähnliche Probleme kannte, weil mit der Hanglage dieser Kirche ein immenser Erdschub vom nahegelegenen Schaumberg auf die Nordseite ausgeübt wurde, sodass die nördliche Seitenwandmauer etwa 15 cm aus dem Blei gerückt ist. Das waren große Aufgaben. In vielen Bistümern gibt es Strukturreformen, so auch in Trier. Man überlegt, Pfarreien zu fusionieren. Man sagt, es werden nicht mehr alle Kirchen gebraucht. Wie geht man mit den Kirchen um? Darin bestand für die Abtei Tolai eine Riesenchance,
ihre Abteikirche auch wieder zivil, bürgerlich ins Eigentum der Abtei Tholey zu bringen, des Konventes. Durch Kauf, unterstützt durch die Stifterfamilie, ist das seit etwa 2 Jahren der Fall. Wir wussten um den schlechten Zustand, wir haben den Zustand eruiert und wir haben festgestellt, dass was augenscheinlich war, eigentlich bei der Detailuntersuchung noch wesentlich schlimmer war. Sandsteinsanierung innen und außen, Dachdeckung des Turms, Zimmermannswerk aus dem Barock. Ja, und dann die Frage der Fenster. Der Raum innen war düster, es war eine riesige Verschmutzung eingetreten. Das angeblich Mystische war nichts wie Ruß und Dreck und es war nicht schön. Man hat das bei Probereinigung dann relativ gut nachweisen können. Und die Fenster hatten vielfältige Schäden, unter anderem eine Korrosion. Sie ließen nur noch ganz wenig vom Tageslicht durch, was diesen inneren Zustand also wirklich deprimierend gemacht hat. Und nach 2 Gutachten standen wir vor der Frage, wie geht man mit diesen Fenstern um, die um 1960 entstanden sind? Nimmt man die alten Entwürfe und macht daraus eine Neufassung nach dem damaligen Entwerfer und Künstler Bonifatius Köck, also ein Köck 2.0? Oder ist man mutig, ist man tapfer? Nutzt man die Chance, überlegt neu, was Fenster sollen, mehr wie den Wind raushalten in einer Kirche und mehr als nur eine Farbharmonie geben? Und wir haben gelernt bei unseren vielfältigen Führungen durch die Kirche, dass die Menschen die Symbolik der Jahre um 1960 nicht mehr verstehen oder nur noch zum geringen Teil, weil das katechetische Wissen seitdem sehr abgenommen hat. Das darf man nicht den Leuten von heute zum Vorwurf machen. Es ist ein Faktum, mit dem wir umgehen müssen. Und eigentlich traditionell sind Kirchenfenster ein Mittel der Verkündigung. Im katholischen Sinne ist eine Kirche nicht nur ein Versammlungsort der Gemeinde zum Gottesdienst, sondern sie soll in den Raum hinein und nach außen die Botschaft verkünden. Papst Franziskus würde sagen, evangelisieren. Und dieser Aufgabe stellten wir uns. Wir hatten eine diffuse Vorstellung einer zeitgenössischen Figürlichkeit für die Mehrzahl der Fenster. Wir haben als einzige Vorlage eine A4-Seite mit einem kurzen Programm für sämtliche Fenster gemacht und sind dann in eine Wettbewerbsphase eingetreten. Wir haben ein Komitee gegründet, wir waren fachlich sehr gut beraten und haben auch für die eingereichten, angefragten Entwürfe eine Aufwandsentschädigung gezahlt, damit die Künstler motiviert an die Sache gehen. In der ersten Runde gab es keinen eindeutigen Sieger. Es gab ein sehr buntes Bild. Es war schneller festzustellen, was nicht uns entsprach, als festzustellen, was uns wirklich entsprach. Und die beiden uns überzeugendsten Arbeiten, da baten wir dann nochmal um eine Konkretisierung. Und wir baten dann auch darum, dass man mal ein Element, ein Teil eines Fensters in Glas arbeitet, damit man auch von der Materialhaftigkeit auf Glas, die eine ganz andere ist als am Computer, auf Papier, eine Vorstellung haben kann. Aus diesem Wettbewerb ist dann Frau Dr. Maksudi einstimmig als Siegerin hervorgegangen und die Kooperation, die sie seitdem ergeben hat, war fantastisch. Das war der erste Schritt. Danach hatten wir das große Glück, zu den Fenstern von Gerhard Richtern zu kommen. Man sprach darüber, in dem uns nicht fernen Metz fahren viele Leute hin wegen der Chagall-Fenster. Ja, ich sagte etwas kurz, Chagall ist seit Jahren tot, da wird man keine Chance haben. Und eine weitere Frage dann, was ist heute ein Format, was ist heute sensationell? Und so kamen wir dann auf den Namen Gerhard Richter und ein Brief, eine Botschaft, überbracht von Bernard Leonardi, hat dann wirklich zu dem erstaunlichen sofortigen Ja geführt, was uns sehr überrascht hat. Und es wurden dann Vorschläge gemacht, die Konkretisierung sehen Sie hier. Und wir sind sehr froh, dass die 3 Chorfenster des Hauptchores, die eigentlich den Hintergrund für die Liturgie, für die heilige Eucharistie bilden, nicht figürlich geworden sind, sondern eine Abstraktion bilden. Unser ganzes Thema im Umgang mit der Kirche ist, sprachfähig zu werden. Die Kirche, die Theologie hat viel an Sprachfähigkeit verloren. Es ist eine Expertensprache geworden, die sich hauptsächlich, wie Vater Abt gesagt hat, auf die Ratio, auf die Vernunft richtet. Aber der Mensch ist schöpfungsgeschichtlich mit Sinnen bedacht und diese Schöpfungsgeschichte muss man ernst nehmen.
Also wir sind Augenmenschen, wir nehmen wahr. Und was uns dann vorgeschlagen wurde, hat uns inspiriert. Wir sehen darin, ganz klassisch, Gott, auch ein Psalm, Gott wohnt in undurchdringlichem Licht. Das undurchdringliche Licht, das wunderbar in allen Farben des Prismas erscheint, ist meisterhaft getroffen. Es gibt einen berühmten Benediktinerabt des 11. Jahrhunderts, Anselm von Canterbury, der einen ontologischen Gottesbeweis geführt hat. Gott ist ein Höchstes, über das hinaus nichts Höheres mehr zu denken ist. Also frei von einer theologischen, biblischen Offenbarung, einen ganz freien Gottesbeweis. Also in den höchsten Dingen findet man so etwas wie Gott. Und das ist halt eben im Diskurs mit der Gesellschaft schon ganz wichtig. Wo findet sich Höchstes? In der Musik, in den Weltenharmonien, in den Himmelschören. Wo findet sich Höchstes? In der Mathematik, angewandt in der Geometrie, wie sie sich hier in den Patterns-Motiven findet. Wo findet sich Höchstes? Zum Beispiel in dem Licht. Goethes, nach seiner Meinung, berühmtestes Werk, bestes Werk, war das über die Farbenlehre, dass aus dem unsichtbaren Licht alles Sichtbare wird und aus allem Sichtbaren wieder das Unsichtbare. Und so haben wir einen Diskurs darin. Wir kennen das alttestamentarische Bildnisverbot Gottes. Man sollte auch heute nicht der Versuchung verfallen, Gott als älteren Mann mit langem Rauschebart darzustellen. Die Beata Visionis, die göttliche Schau, ist nach fester Glaubensüberzeugung nur postmortal dem Menschen vorbehalten. Und so finden wir den Kontrast, der entstanden ist zwischen Motiven der Heilsgeschichte, der heiligen Legenden und dieser höchsten, im Verborgenen liegenden Harmonie der Vollkommenheit, einen unheimlich spannenden Dialog. Und Sie sind selbst erstaunt, wie durch den Beitrag der Künstler ein Ganzes entsteht, was wir kaum abwarten können, bei uns in der Kirche zu sehen, was nochmal durch die qualitätsvolle Architektur des 13. Jahrhunderts beeinflusst wird. Also Sie sehen, vieles führt zusammen. Wir ringen um Sprachfähigkeit, Dialog in der Zeit. Und gerade, dass man Figürliches neben Abstrakten hat, zeigt, dass man es aufgeben sollte, den Menschen vorzuschreiben, was sie denken sollen. Die Menschen werden berührt auf verschiedene Art und Weise. Wir empfinden verschieden. Und es ist halt eben deshalb ganz wichtig, dass man im Dialog kommt, dass die Fenster zueinander in Dialog kommen, dass wir ins Gespräch kommen. Und das ist sowohl bei den hervorragenden Werken von Gerhard Richter der Fall, auch in den figürlichen Darstellungen von Dr. Maksudi, die in vielfältiger Weise Modernität haben. Zum Beispiel die Darstellung, wir haben uns sehr bemüht, die Heilsgeschichte immer mit Mann und Frau darzustellen. Der Mensch ist nur in einem Geschlecht Ulf von Komm abgebildet und die vielen Geschichten, die Sie oben sehen können, die Auswahl der Bilder, zeugt halt eben von dieser Geschöpflichkeit des Menschen. Und wir hoffen auf viele Diskussionen mit Kunstinteressierten, Glaubenden und einen Dialog mit der Gesellschaft. Vielen Dank. Nach all den geistigen und geistlichen Stimmen, vielleicht noch die indirekte Stimme des Künstlers oder eines Künstlers, nur um das so ein bisschen nochmal von einem anderen Licht zu beleuchten. Ich habe vorgestern mit Gerhard Richter telefoniert, damit ich der gleichen Meinung bin wie er, zur Sicherheit. Die Meinungsdifferenz ist das Prinzip von Künstlern untereinander. Ich bin Thomas Kohl, ein Maler, der in den 80er Jahren bei ihm studiert hat und das Glück hatte, sein Studium gleichzeitig als Assistent bei ihm im Atelier zu finanzieren. Das heißt, ich hatte so eine Art Trickfilm-Werksverzeichnis von ihm. Ich kam immer montags und donnerstags ins Atelier und sah, wie die Bilder fortgeschritten waren und war dann montags nachmittags und donnerstags nachmittags und den anderen Tagen in der Akademie und habe gemalt. Das heißt, es war eine sehr schöne Parallelverschiebung. Und dieser Faden ist auch nicht wirklich gerissen. Das heißt, ich weiß ein bisschen von der Entstehungsweise der abstrakten Malerei bei Gerhard Richter und das ist vielleicht jetzt mein persönliches Schicksal oder das Glück, dass ich selber parallel zu ihm mit Glasbildern angefangen habe, aus einem rein malerischen Interesse. Es gab sicherlich keine strategische Absicht, weil, das werden die Kollegen bestätigen, die Glasmalerei nicht im Fokus der Öffentlichkeit steht. Aber wenn man einmal aus den händischen Prozessen, die uns Maler faszinieren, diese Materie kennengelernt hat, selber verstofflicht hat und ausprobiert hat, was passiert, wenn man mit diesen großartigen Mineralfarben aquarellartig malt, dann kommt man ganz schnell in die Versuchung und Leidenschaft, das selber auszuprobieren. Aus ebensolchen Gründen war ich im Dezember hier und sah drei dieser Elemente. Ich wusste nicht von Herrn Richter, dass, dass hier was gefertigt wird. Ich sah nur diese Ergebnisse. Ich war ein rein retinaler Schock.
Also eine visuelle Begeisterung. Ich sah, was hier an Elementen da war, damals noch mit Bleiverglasung getrennt, als erste Versuche und war total überrascht, weil ich weiß, wie groß die Hürden sind von einem ästhetischen, handwerklichen, auch intellektuellen, vielleicht sogar auch mit künstlicher Intelligenz verfeinerten Prozess zu einer Reproduktion von etwas, was vorher anders entwickelt worden war. Also ich weiß, wie kompliziert es ist, in Entwürfen und in der Autorität oder in der Qualität und der Aura von Kunst zu denken und war völlig überrascht, dass sich die Fragen bei diesen Arbeiten gar nicht stellten. Und dann habe ich ein bisschen mir die Sachen aus der Nähe angeguckt und war insofern begeistert, ich kann es gar nicht anders sagen, nachdem ich den Entwurf gesehen habe, weil der Entwurf aus der Warte eines visuell interessierten Menschen eher ein unterkomplexes System liefert, also sowas wie Pattern, Sie haben das vorhin genannt, wird bei Gerrit Richter auch in dem Werk so verwendet, also eine symmetrische Bildfolge, die zu einer Dringlichkeit führt, man hat immer so eine Autorität, weil die Sachen über eine mehrfache Spiegelung funktionieren. Wir sehen hier auf der Höhe, sehen wir den eigentlichen Horizont des Bildes, das spiegelt sich nach unten nochmal in zwei Glasebenen, also es ist ein theoretisch einfaches Muster, was sich in einer sehr flachen, zweidimensionalen Arbeit spiegelt. Und dann hat die Werkstatt etwas geleistet, was ich mir ehrlich gesagt vorher nicht vorstellen konnte. Sie hat diese Zweidimensionalität wieder in eine vierfache Dreidimensionalität zurückgeführt. Wenn Sie jetzt von Ihrem Punkt schauen, ich kann nur den da hinten stehenden empfehlen, nachher mal nach vorne zu kommen, um das zu sehen und diese rot-blau-brillanten Farben zu sehen. Es sind vier verschiedene Farbebenen und zwar nicht in der Logik der Ölfarbenmalerei und der Herstellung, wie die bei einem Richterbild gut abzulesen ist. Das heißt, nicht die hinten liegenden Farben sind die Farben, die bei dem Vorbild vorne waren, sondern aus einem handwerklichen Prozess herausgelöst vier verschiedene Materialitäten, die nichts mit der Plausibilität dessen zu tun haben, was wir von Ölmalerei und Bildern erwarten. Also es sind völlig neue Bilder. Und das ist vielleicht das Interessante, dass in dem Prozess zwischen Entwurf, also der Sicherheit, der Autorität des Fachmanns, der sagt, so hat es auszusehen, und im Zusammenspiel mit der Werkstatt etwas völlig Neues entstanden ist. Und ich glaube, genau das ist es, was Gerhard Richter auch an dem ganzen Prozedere, wenn ich ihn richtig verstanden habe vor zwei Tagen, an dem ganzen Prozedere interessiert ist, dass etwas völlig Neues entsteht. Die Neugier, das optionale Denken, der Möglichkeitssinn, der gepflegt wird. Nicht nur der Sinn des Schönen, sondern das, was drin ist in so einem Bild, was kann da passieren, wenn ich mich darauf einlasse? Ich weiß es ja noch gar nicht als Künstler. Und das auszuloten im Zusammenspiel mit Handwerken ist, glaube ich, die großartige Leistung, die hier vollbracht wurde. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und wir kommen, glaube ich, nachher noch dazu, das Gespräch weiter auszulösen.